Susul, hallo zusammen, herzlich willkommen zum ersten Teil meiner Einblicke in das neue Accessoire-Pack, was morgen Abend um 19 Uhr auf Origin erscheint für 10 Euro. Mein erstes Haustier-Accessoires. Und das ist jetzt das erste Accessoire-Pack, wo man zumindest für Teile der Inhalte auf ein anderes Pack, nämlich auf Hunde und Katzen, angewiesen ist. Das ist so bislang noch nicht vorgekommen. Deswegen habe ich mir überlegt, ziehe ich das diesmal etwas anders auf. Ich werde den Creative Sim und den Baumodus in 4 Parts zeigen und dann noch eine Gameplay-Folge machen. Und zwar werde ich das Ganze aufteilen. Und in diesem ersten Teil werde ich jetzt alles das zeigen, was jeder bekommt. Egal, ob er im Besitz von Hunde und Katzen ist oder nicht. Wirklich die Sachen, auf die jeder zugreifen kann. Dann werde ich einen zweiten Teil machen vom Creative Sim mit den Sachen, die nur die wiederum bekommen, die auch Hunde und Katzen haben. Also alles das, was eben für Hunde und Katzen relevant ist. Dann wird ein dritter Part kommen, wo ich alles im Baumodus zeige, worauf alle Zugriff haben. Und dann kommt noch ein vierter Part, wo ich alles zeige, worauf nur diejenigen Zugriff haben, die auch Hunde und Katzen installiert haben. Ja, und dann, wie gesagt, noch eine Gameplay-Folge. Ich denke, das sollte wahrscheinlich ausreichen, da in Accessoire-Packs ja nie so super viel Gameplay dazukommt. So, an dieser Stelle auch noch ein herzliches Dankeschön an Electronic Arts. Die haben mir das nämlich im Zuge des Game Changer Networks zur Verfügung gestellt, dass ich euch das Pack jetzt schon zeigen darf. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Ja, und was ist denn jetzt nur neu in dem Pack? Kümmere dich um dein neues Haustier. Füge ein Habitat mit einem völlig neuen Haustier wie einem Hamster, einer Ratte, einem Pygmäenigel oder einem Mini-Bubaloo zu deinem Haushalt hinzu. Deine Sims können ihren neuen Tieren einen Namen geben und lernen, wie man sich um sie kümmert. Kleide deine Hunde und Katzen ein. Zeige die Nähe zwischen Sims und Haustieren durch passende Outfits, wie einer bequemen Robe oder einem schnurtastischen Schlafanzug. Stecke deine Katze in ein edles Kleid oder setze deinem Hund einen dem Anlass entsprechenden Hut auf. Und dekoriere mit Tiermustern. Deine Sims können ihr Wohnzimmer mit einmaligen Dekorationen aufpeppen und das Kinderzimmer mit Möbeln zum Thema Haustiere einrichten. Von niedlichen Kissen bis zu tollen Bettchen für deine Hunde und Katzen ist für jeden was dabei. So viel dazu. Ich werde jetzt in diesem ersten Part die Dinge im Creative Sim zeigen, die für alle relevant sind und nicht nur für die Hunde- und Katzenbesitzer. Und dann im zweiten Part, der dann heute Nachmittag noch kommt, werde ich euch zeigen, was für alle anderen relevant ist. Das wird wahrscheinlich recht kurz werden, wann die Möbelvideos kommen, ob die vielleicht auch noch heute kommen oder erst morgen, weiß ich noch nicht. Ich denke, die werden wahrscheinlich erst morgen kommen. Und dann, wie gesagt, noch die Gameplay-Folge. Aber jetzt habe ich euch echt lang genug zugelabert. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt in den Creative Sim rein. Ja, im Creative Sim gibt es für die Sims tatsächlich leider ziemlich, ziemlich wenig. Und zwar haben wir nur 4 neue Frisuren, eine für die Männer, 3 für die Frauen, ein neues Kostüm und nur 2 neue Shirts. Leider, kommt damit diesmal der Creative Sim doch wirklich nur sehr, sehr spartanisch weg. Klar, es geht hier natürlich mehr um die Haustiere. Damit sind aber diejenigen, die Hunde und Katzen nicht besitzen, die gehen doch wirklich ziemlich, ziemlich mau aus. Wie gesagt, wir haben hier diese eine Frisur bei den Männern neu. Die Haare finde ich durchweg sehr, sehr cool. Die Shirts sind auch okay. Schade finde ich da nur wirklich, dass wir sowohl für die Männer als auch für die Frauen das gleiche T-Shirt haben, auch nur in derselben Farbauswahl. Da gibt es keine Unterschiede. Wir haben ein super lustiges und süßes Hamsterkostüm, wie oft man sowas nutzt, ist natürlich die Frage. Auch da gibt es keine weiteren Variationen. Und auch für die Jungs und für die Mädels gibt es nur ein und dasselbe T-Shirt. Da gibt es keine Frisuren, neue Hosen, neue Schuhe, neue Accessoires sind generell nicht reingekommen. Wirklich nur die 2 T-Shirts, einmal für die Kinder und einmal für die Erwachsenen, das Kostüm und die 4 neuen Frisuren. Von daher, wir haben eine Farbe mehr beim T-Shirt für die Frauen. Ich muss sagen, für diejenigen, die Hunde und Katzen nicht haben,
ist jetzt der Creative Sim vielleicht nicht unbedingt das größte Argument, es zu kaufen. Zwar sind die neuen Sachen cool und gefallen mir wirklich gut, aber da gibt es in anderen Accessoires-Packs doch schon deutlich mehr, muss ich sagen. Das ist natürlich so ein bisschen jetzt der Nachteil für diejenigen, die, wie gesagt, sich Hunde und Katzen vielleicht nicht gekauft haben. Im Endeffekt muss das jeder selber entscheiden, ob es einem das wert ist. Der Creative Sim kommt diesmal etwas abgeschwächt daher, was die neuen Sachen für die Sims angeht. Was jetzt Neues reingekommen ist für die Hunde und Katzen, das werde ich euch aber auch noch in einer weiteren Folge präsentieren. Da gibt es doch deutlich mehr. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu diesen ersten Dingen hier im Create a Sim für die Sims, was ihr davon haltet. Wäre das jetzt für euch ein Kaufgrund, wenn ihr Hunde und Katzen nicht besitzt? Was haltet ihr generell davon, dass es jetzt das erste Accessoire-Pack gibt, was Leuten, die schon was anderes gekauft haben, mehr Vorteile bringt? Zum selben Preis wie die anderen Accessoire-Packs, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich finde die Sachen sehr schön gelungen, aber für mich geht einfach der Create a Sim etwas zu leer aus, denn ich finde, man hätte da ein bisschen mehr vielleicht auch noch machen müssen für die Leute, die eben Hunde und Katzen nicht haben.